Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute gibt's was Leckeres mit Blumenkohl, nämlich unseren Blasted Tandoori Gobi mit grünem Chutney. Gerösteter Blumenkohl umhüllt von einer leckeren Tandoori-Hülle, dazu ein frisches grünes Chutney. So wird Alltagsgemüse zum Highlight auf eurem Teller. Das Rezept ist wirklich einfach und geht ratzfatz. Das seht ihr vielleicht auch schon an der kurzen Zeit von unserem Video. Also perfekt, um was Gesundes nach der Arbeit zu essen oder was für Freunde und Familie vorzubereiten. Als erstes teilen wir unseren Blumenkohl in grobe Röschen auf. Schneidet dafür einfach die Stiele am Strunk ab. Sollten die Röschen zu groß sein, schneidet sie einfach nochmal in die Hälfte. Stecht die Stiele ein, damit sie besser garen. Wascht den Kohl kurz ab. Gebt ihn dann zum Blanchieren je nach Größe 3 bis 7 Minuten in köchendes Salzwasser. Wir haben sie 5 Minuten drin gelassen, bis sie bissfest waren. Schreckt ihn anschließend in kaltem Wasser ab. Trocknet den Blumenkohl sorgfältig, damit eure Marinade nicht wässrig wird, und dann weiter zum nächsten Schritt. Jetzt rühren wir die Marinade an. Unsere Basis bildet Joghurt, den wir mit Tomatenmark, Senf und Öl anreichern. Normalerweise nimmt man Senföl, aber Senf ist eine gute Alternative, um diesen leichten Wasabi-Effekt reinzubekommen. Siebt nun Kichererbsenmehl in den Joghurt und rührt alles zu einer homogenen Masse. Die Kichererbsen binden unsere Marinade. Gebt nun die Gewürze hinzu, dosiert dabei besonders das Kaschmiri-Chili-Pulver vorsichtig und nach eurem persönlichen Schärfeempfinden. Für schöne rote Farbe, aber weniger Schärfe, nehmt alternativ Paprikapulver. Oh, und vergesst natürlich das Salz nicht. Zum Abrunden geben wir noch ein wenig frischen Zitronensaft in die Mischung und fertig ist die Marinade. Jetzt hebe ich den Blumenkohl unter und reibe ihn von allen Seiten schön mit der Marinade ein. Die Marinade bildet eine leckere Kruste und eine Art Schutzschicht um unseren Blumenkohl. Für das Blasten zeigen wir euch zwei Methoden. Nummer 1 ist die Backofen-Variante. Heizt den Ofen auf 200 Grad Umluft vor und legt den marinierten Kohl für 20 bis 30 Minuten auf den Grillrost, um ihn zu garen und die Marinade zu verschließen. Version 2 machen wir im Airfryer. Gerade bei kleineren Portionen geht das schneller, weil der Airfryer effizienter heizt. Verteilt den Blumenkohl mit ein wenig Abstand im Korb des Airfryers. Sprüht den Kohl mit ein wenig Öl ein und backt ihn dann einfach bei 200 Grad für 18 Minuten fertig. Wenn unser Blumenkohl vor sich hin plastet, können wir schon mal unser leckeres Chutney machen und das geht wirklich extrem schnell. Für das Chutney müsst ihr einfach nur schöne grüne Zutaten wie Koriander, Minze und Chili mit ein wenig Joghurt, Kalanamak, Zucker, Salz und Limettensaft pürieren. Es gibt tatsächlich eine Geheimzutat für dieses Chutney von Indrani und die ist alles andere als indisch. Keine Ahnung warum, aber ein Schuss steirisches Kürbiskernöl erhebt das Chutney von lecker zu absolut genial. Und schon ist unser Blasted Tandoori Gobi fertig. Sowohl die Backofen- als auch die Airfryer-Variante sind super geworden. Der Blasted Blumenkohl ist eine tolle Vorspeise und wir servieren ihn auch gerne zu Dal oder Fisch als Beilage. Probiert es aus und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!